So, jetzt ist das die letzte Folge von unserem Kuba Hotel. Natürlich haben wir drinnen auch was ausgebaut, aber das zeige ich gleich. Wir machen jetzt hier Folgendes. Wir machen jetzt noch eine Umrandung hier. Dafür benötigen wir einmal wieder unsere Prismatreppe. Dann werden wir einmal hier diesen Block stehen lassen und schlagen das komplett einmal alles weg. Bis zu der Ecke. Und da lassen wir auch wieder einen stehen. Und dann immer so weiter. Das heißt, der Block bleibt sichtbar. Das wird weggeschlagen. Bis hier, der bleibt sichtbar. Dann kommt das alles wieder weg. So, dann bleibt hier der sichtbar und auf der Seite natürlich wieder das Gleiche. Okay, haben wir das gemacht. Dann nehmen wir unsere Prismatreppe. Jetzt machen wir die einmal in eine Richtung. So, lassen den frei. Und dann wieder hier die Treppe und immer so weiter. Dann gegengesetzt die Treppe dahin. So, hier, dort. Nach diesem Prinzip bauen wir das jetzt hier komplett einmal rum. Erst immer so, dann einmal gegengesetzt. Okay, dann haben wir auch die Seite fertig und die beiden anderen macht ihr selber. Nachdem wir das jetzt einmal hier so rumgebaut haben, gehen wir einmal noch hier oben das Dach. Das habe ich einmal so zugemacht, seht ihr ja, einfach mit Blöcken. So, die Innenräume, die zeige ich euch gleich. Jetzt müssen wir außen noch einmal Hotel hinschreiben. Das heißt, jetzt genau hier werden wir Hotel hinschreiben. Dafür benötigen wir einmal einen glatten Sandstein, eine Sandsteinstufe und eine Sandsteintreppe. Okay, ich habe es jetzt einmal schon mal hier drauf gebaut. Dann lässt es sich schneller erklären, als würden wir jeden Buchstaben einzeln zusammenbauen. So, wir haben ja gesagt, wir benötigen einmal hier unseren glatten Sandstein. Dann werden wir einmal hier in die Ecke gehen. Den lassen wir sichtbar und ab da fängt das H an. Das heißt jetzt hier einmal 4 glatte Blöcke. Und ab dem zweiten machen wir hier eine Stufe hin und dann auch wieder hier 4 Stück. Und dann haben wir einmal das H. So, dann einmal hier wieder, der bleibt sichtbar. Und dann machen wir hier ab da das O. Da seht ihr ja selber, hier ist die Treppe. Ein Block, Treppe. Dann haben wir hier 2 Blöcke jeweils. Da 2 Blöcke. Dann wieder Treppe, Block, Treppe. Dann haben wir hier 2 Block sichtbar. Und ab dem dritten fängt einmal das T an. Dafür haben wir einmal 4 Blöcke genommen. Und dann jeweils links und rechts einmal eine Stufe hingebaut. Dann haben wir hier wieder 2 sichtbar. Dann haben wir hier das E. Das heißt jetzt 1, 2, 3, 4. Einmal nach außen hier, einmal nach außen dort. Dann ab der Stufe 1, 2 kommt die Stufe hier ab den untersten Zweier hier nach außen. Und dann haben wir hier wieder einen Block sichtbar. Und dann kommt hier das L, 2 Stück und dann 1, 2, 3, 4 nach oben. Und dann haben wir das einmal die Schrift Hotel dahin gebastelt. Okay, nachdem wir das Hotel jetzt hier einmal beschriftet haben, machen wir die Wand noch ein bisschen so stylisch. Das heißt jetzt, hierfür benötigen wir einmal einen roten Beton, einen grünen Beton, orange und einen gelben Beton. Und dann machen wir jetzt einmal als erstes mit Rot fangen wir an. Wir machen jetzt überall hier 2, da 2, einmal Kuddelmuddel. Machen wir jetzt in der Wand mehrere Fächer auf und ersetzen die dann durch Rot. So, ich habe jetzt hier großzügig einmal so entlang. Okay, hier noch einer, vielleicht da noch einer, hier noch einer, da noch einer. So, dann sieht das so aus. Jetzt werden wir da einmal rote Blöcke reinbasteln. So, nachdem wir das Graffiti dahin gebastelt haben, werden wir jetzt wieder, was nehmen wir jetzt? Gelb. So, dann machen wir das Gelbe hier. So, einmal hier runter. Auch so Kuddelmuddel bisschen. So. Dann hier auch ein bisschen. Da. Hier machen wir auch noch mal ein bisschen rot. Das heißt, jetzt hier ist noch ein bisschen mehr rot. Das heißt, jetzt hier machen wir noch einmal rote Blöcke. Einmal so, ganz egal. So, dann haben wir, was habe ich gesagt? Hier kommt gelb rein. So, dann haben wir hier gelb. Und jetzt machen wir hier unten einmal grün. Das heißt, jetzt hier kommt grün hin. Das heißt, jetzt hier überall bauen wir auch wieder vereinzelt Blöcke raus. Wir können auch jetzt hier ein bisschen drüber gehen. Das heißt, jetzt ist ja sowieso ein bisschen durcheinander. So und so. So, dann auch hier. Die Blöcke, die wir jetzt rausgeschlagen haben, werden einmal ersetzt durch grüne Blöcke. So, dann haben wir das gebastelt. Oder was müssen wir da machen? Hier kommt noch Rot überall hin. Und dann haben wir das auch fertig. Die Wand ist dann so stylisch, ne? Soll das aussehen. Okay, hier auch einmal überall ein bisschen mehr noch Rot. Rot ist sehr stark vertreten da. Das heißt, jetzt hier könnt ihr ruhig ein bisschen mehr Rot rein basteln. Hier auch ein bisschen so. Was haben wir hier auch noch? Okay, das passt dann so. So, dann haben wir jetzt hier die Seite einmal
so gebastelt. Und somit haben wir jetzt eigentlich unser Kuba Hotel fertig. Genau, ich kam auf den Namen jetzt nicht. So, das Einzige, was wir noch ändern müssen, das heißt jetzt hier, wir nehmen einmal hier wieder unseren glatten Quarzblock und dann werden einmal hier die Seiten einmal komplett in weiß gemacht, das heißt jetzt einmal das Gelbe weg und dann einmal komplett in eins ist das dann so durchgezogen. So, hier unten ist das Gleiche, das heißt jetzt hier, das bleibt so, aber nur hier wird das dann noch einmal mit weiß ausgebaut, hier auch noch einmal und fertig. So, alles andere, hier könnt ihr dann noch überall noch ein bisschen ein paar Blumen hinmachen. Das heißt, jetzt hier macht er dann einfach einmal so, hier eine Blume hin, dann da eine Blume hin, einmal so. Und dann machen wir das so, dann sieht das auch vernünftiger aus. So, okay, dann haben wir das und was ihr auch da immer hin bastelt oder Lichter und so, das ist euch überlassen. Und jetzt begeben wir uns einmal in die Gebäude hinein, damit ihr auch wisst, wie ihr das eventuell ausbauen könnt, wenn ihr Lust habt. So, wir fangen einmal hier vorne an. Das ist, ja gut, das ist noch nicht fertig geworden. Das hat Hotdog einmal auf die Schnelle gemacht, weil denen ist ja da kurzzeitig nichts groß eingefallen. Er hat es einmal so ausgebaut, dass wir jetzt hier einfach nur einen Teppich hingemacht haben. Und dann hat man einfach hier eine, wie heißt es, eine Wendeltreppe. Das dann so gebaut. So, das ist die letzte Etage. Und dann sind wir schon am orangenen Gebäude. Oder sind im orangenen Gebäude einmal durchgelaufen. Boah, heute grammatisch heute natürlich wieder unter aller Sau. Bitte merkt euch das nicht, ne? Für die Schule. Nicht, dass ihr dann genauso redet wie ich jetzt. Nachdem wir uns einmal hier das orangene Gebäude uns angeguckt haben, wie ich schon sagte, da hatten wir leider keine Zeit mehr für, das auszubauen. Und wir wollen ja auch natürlich einen Schlussstrich machen, weil wir müssen noch andere Sachen basteln. Das heißt jetzt hier, das gelbe Gebäude, das türkisfarbene und das Hotel, das haben wir innen drin ausgebaut. Natürlich mit Hilfe von Abonnenten. Die blende ich gleich ein, wenn wir dann von den gewissen Etagen, die sie gebaut haben, einmal da durchgehen. So, wir gehen erstmal als erstes hier zu den gelben Gebäude. Das hat der Hot Dog gebaut. Das heißt jetzt hier einmal, schaut euch das einmal an. Hier sind die Stühle, Tische, alles drum und dran. Okay, dann gehen wir einmal hier rein. Dann hat er das einmal so gebastelt. Warte mal, ich stelle mich mal einmal so wie eine Kamera einmal in die Ecke. So, könnt ihr euch das einmal so angucken. Ne, so sieht das schickle aus, ne. So, dann hat er hier ein paar Stühle gemacht, alles drum und dran. Dann einmal hier in der Ecke geht die Treppe dann einmal hier runter. Dann seht ihr ja, haben wir einmal hier zwei gelbe Blöcke. Dann fängt hier die Decke an, dass das hier auch passt mit den, wie heißt das, mit den Fenstern. So, dann gehen wir einmal hier in die Ecke. Dann sieht das einmal so aus. Hier ist noch eine Blume. Dann gehen wir hier einmal zum Tresen. So. Schön. Okay. Da sagen wir natürlich Dankeschön, Hot Dog, ne? So, wir gehen dann einmal zum nächsten Gebäude. Das ist das türkisfarbene Gebäude. Da muss ich aber vorher noch sagen, hier, wir gehen einmal hier hinter. Da habe ich noch einmal eine Wand, hier seht ihr ja, einmal eine Blockreihe komplett nach oben gebaut. Bis hier. Und dann habe ich hier nochmal einmal eine Wir-Stufe drauf gebaut, seht ihr ja. Dann sieht das so aus. Weil wir ihn drinnen noch einmal in die Wand hineingebaut haben. Und dann hätte das sonst nicht gepasst. So, wir gehen einmal hier runter. Das hat natürlich der Playsample gebaut. Natürlich standardmäßig, ne? Das heißt jetzt hier, einfach nur hier schwarze Steine habe ich hier an der Wand gepopelt. Dann haben wir hier noch ein bisschen so ein paar Bücherregal. Wie ich schon sagte, dass wir so ein bisschen nach hinten konnten, haben wir nochmal einmal eine Wand dahinter gezogen. So, dann haben wir einmal hier die Treppe. So nach oben. Und dann kommen wir hier oben hin. Und da hat der Playsample das gebaut und der Viking. Viking kennt ihr natürlich schon, das ist derjenige, der auch die, wie heißt das, das Rathaus ausgebaut hat und der die Feuerwehr ausgebaut hat. So, wir haben einmal hier an der Wand auch hier einfach schlicht, weil wir wollten jetzt nicht zu viel Schickimicki machen. Dann haben wir einfach hier einfach nur so eine Wandtapete, so ein bisschen 70er, 60er Jahresteil mäßig, weil ist ja Kuba, Kuba ist ja noch arm, ne? So, das heißt jetzt hier haben wir dann ein Dings gebastelt. So, das hat der Viking gebastelt, das heißt jetzt hier hat er ein kleines Bad gemacht. Das ist natürlich die Ecke da, wo wir auch dieses Fenster haben, diese orangene, diesen Durchgang oder was das sein sollte. Da haben wir jetzt hier ein Badezimmer gebastelt. So sieht das aus. Ne, könnt ihr euch einmal hier angucken, wenn ich mich jetzt hier hinstelle. Das könnt ihr anhand des Fotos ja nachbauen. Ne? Das ist ja wohl nicht schwierig. So, wir gehen einmal hier wieder runter. Und dann, so, gehen wir einmal zum Hotel. Okay, dann gehen wir jetzt einmal noch ins Hotel hinein.
Wir gehen hier unten einmal in die Lobby. Da hat sich auch einiges getan. Seht ihr ja, alles schön designmäßig mit Lampen und so. Das hat die Mandira gebastelt. Hier unten einmal die Lobby. Schön. Okay. Ich stelle mich einmal hier in der Ecke irgendwo hin, dann kann man sich das als Foto einmal so anschauen. Hier so. Tschau. Und dann hier auf der Ecke einmal Foto machen. Tschau. So, dann haben wir das gemacht. So sieht's aus. Ich stelle mich nochmal so hin. Und dann könnt ihr das auch nachbauen anhand des Fotos. So, wir gehen nach oben. Da haben wir jetzt eine Treppe gemacht. So. Wie die Etagen aufgeteilt sind, das müsst ihr dann selber zusehen, ne? Das heißt, jetzt hier haben wir jetzt eine Etage. Da ist jetzt kein Fenster drin. Das hat hier der Viking ausgebaut. Das ist jetzt eine, kann man sagen, so eine Leseecke, wo die Leute dann in Ruhe in der Ecke sitzen, was lesen, ne? Also keine Smoker-Ecke, sondern eine Lese- und Bildungsecke, ne? Dazu gehören wir natürlich nicht, ne? Aber egal, das ist für die oberen 10.000 oder so, ne? So, wir gehen einmal hier nach oben und dann treffen wir auf das Fenster. Ne? Also etagenmäßig, wie ich schon sagte, müsst ihr das selber zusehen, wie ihr das dann ausbaut. Aber ihr seht ja schon, wie man das alles ausbauen kann. Hier, einmal hier, seht ihr, Treppe nach da gebastelt. Dann gehen wir einmal hier entlang. Hier ein paar Sitze. So, okay. Dann stellen wir uns mal wieder hier hin. Könnt ihr euch das angucken. Also Kreativität ist freien Lauf gelassen, ne? So, dann gehen wir einmal hier nach oben. Und das hat auch wieder die Mandira gebastelt. Hier auch wieder einmal so eine, ja, wie kann man, ein Korridor oder wie man das nennt. Auch schön, ne? So, ich stelle mich auch wieder hier hin in die Ecke. Und dann könnt ihr wieder Foto machen. Okay, dann gehen wir einmal hier durch. Ein paar Lampen. Dann gehen wir einmal hier hoch. Und dann haben wir hier auch einmal hier, ja, ein paar Blumen hingebastelt. Hier ist natürlich nichts. So, in einem anderen Zimmer hat auch die Mandira schon angefangen. So, einmal hier auf. Und das ist dann hier. So, das ist ja sowieso einfach nur so ein, wie heißt das, ein Dingshotel. Wie heißt das, Tageshotel oder so. Wo man einfach nur hingeht zum Pennen, ne? Und dann gibt es irgendwo unten die Dusche oder so. Aber das könnt ihr bauen, wie ihr wollt. Das ist einfach nur hier so. Hier einmal hier, das will ich euch auch nochmal zeigen. Das ist natürlich hier von einem Play Sample gebaut. Das ist natürlich hammermäßig, ne? So ein bisschen stylisch und dann auf einmal, puh, boah, die Idee des Jahres. Bing. So, okay. Gut, das war genug vom Eigenlob. So, dann mache ich die Tür zu und das war's dann. Hier drinnen, hier haben wir nichts gebastelt. Da könnt ihr auch was reinbauen. Vielleicht auch eventuell auch eine Treppe hier runter. Also da könnt ihr reinpopeln, was ihr wollt. So, mit Lichter und alles drum und dran haben wir das Kuba Café Havana Hotel fertig. So, dann bedanke ich mich erstmal an Viking und Mandira und ja, Hotdog sowieso, der muss ja sowieso arbeiten. Ha! Und dann würde ich sagen, das ist das Kuba Hotel. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns dann wieder bei Play Sample.